Yo, von was willkommen zu einer Folge in der Versus Türke! Ach, warte, zieh mal Jacke aus, ja? Das wird, ja, glaube ich, eine heiße Angelegenheit heute, ja? Da meint jemand ernst. Ja? Was mit dir? Wie siehst du aus? So Leute, wir legen direkt los, heute in einer etwas anderen Umgebung, nämlich sind wir gerade im Dönhaus, danke schon mal ans Dönhaus, Rendsburger Landstraße, 180 Freunde, ja. Checkt auf jeden Fall mal, fresher Döner, beste Bedienung. Geil, dass sie uns auch hier drehen lassen, rumschreien lassen, das ist auch schon mal ganz geil. So drei Behinderte einfach im Dönhaus lassen und macht nicht jeder. Macht nicht jeder, danke schön. Will ich auch nicht machen. So Leute, genug davon, wir legen direkt los und zwar habe ich hier für die Jungs zwei exakt gleiche Döner, Album backen normalerweise keine Tomaten, also Tatsche auch keine Tomaten. Wenn es wirklich 1 zu 1 gleich ist. Man muss ja auch sagen, Digga, du hast einmal gewonnen, ich hab einmal gewonnen. Ja, das ist das Finale. Das Finale jetzt, ne? So Leute, just for fun werde ich auf jeden Fall mal die Zeit stoppen. Okay. Aber kann ich schon mal packen, den Döner? Ja, ihr könnt schon mal die Hand nehmen. Digga, dieses Brot ist das Beste, Digga. Das ist diese U, Digga, das Beste. Fällt nirgends so raus, kannst entspannt essen, Digga. Ja, dann essen wir entspannt. So, spart euch das. Jetzt geht's direkt los. Ich werde die Zeit stoppen auf jeden Fall, um einfach nur zu sehen, wie viel Fressen wir sind. Ich mach dir wie ein Mensch auf uns. Komm her. Dankeschön. Warum machst du mal das, Kollege? Warum seid ihr beide? Ich zeig mir, wie das geht. So Leute, es geht direkt los. Oh mein Gott, Digga. Ich bin gar nicht ready, Digga. Hunger? Hast du einen Hunger? Ich hab voll Hunger, Digga. Hast du Hunger? Ja, schon, Digga. Ganz Tag nichts gegessen, extra. Echt nichts gegessen, beide. Nur für dieses scheiß Video, Digga. Wir haben den ganzen Tag uns genervt, Digga, gegenseitig. Ja, okay. Perfekt. Ich wollte sogar kochen für dich. Alter, er hat echt gefragt. Also, du sollst doch essen, mach ich so. Nein, ich will nicht. Es geht los in 3, 2, 1, gib! Direkt, Digga, richtig, richtig genüsslich, Digga. Ich seh nur Soße, ich ekel mich jetzt schon ein bisschen, ehrlich. Gönn dir. Vergiss aber nicht zu kauen, Digga. Ich will nicht, dass hier irgendjemand erstickt. Wäre schon geil für Clickbait und so, aber wäre scheiße auf jeden Fall. Komm, kau. Ei wird auf jeden Fall schon mal rot. Raja, gelb durch Curry, ehrlich gesagt, nur durch die Soße. Gönn dir, weiter. So essen die auch normalerweise, jetzt einfach eine Kamera. Das ist einfach jetzt der Unterschied. Ei wofür, Digga. Ja, Ei was zum Führung. Boah. Aber Ei braucht auch einen halben Döner in seinem Mund gerade, Digga. Kau. Raja will die Luft verprügeln. Sehr klug. Schon mal noch einen Schluck trinken. Das ist taktet. Taktet, kennt ihr mal? Ey, Ei wofür immer noch, Digga. Ei wofür, Digga. Richtig safe. Tschüss, tschüss. Gar nicht mehr kau, Digga. Boah, das ist voll anstrengend, Digga. Ich bin voll anstrengend, Digga. Kau, nicht reden. Komm, mach weiter. Ey, Ivo wird so safe gewinnen. Komm. Es ist an dem Part angekommen, wo noch wenig Fleisch drin ist, Digga. Oh, was sei denn das? Komm, mach weiter, Digga. Oh. Komm, gib ihn. Du hast extra lange beim Sport, damit du mehr Hunger hast, ne? Oh, Ivo hat das schon drin, Digga. Oh mein Gott. Komm. Komm. Aber wir machen, Digga. Komm. Ja! Scheiße, ja. Ich hab echt gedacht, ich gewinne heute, Digga. Shit, Digga, was für ein krasser Szenenwechsel ist das hier? Wo sind wir hier, Digga? Digga, eben gerade waren wir noch im Dönerladen, ne? Aber jetzt sind wir bei dem Straßenherr gekommen. Digga. Ernst bleiben, Jungs. Du hast verloren. Albert hat gewonnen. Willst du auch kurz was sagen, Bruder? Bruder, das war sehr schön. Ja? Ich habe 2-3 Folgen hintereinander verloren. Du hast dich auf jeden Fall fresh gemacht für die Bestrafung. Ich war das nicht, das war der Wechsel. So, Leute, wir kommen direkt zur Bestrafung. Die da wäre... Nein! Wer kennt sie nicht? Die guten alten Kaltwachsstreifen. Oh. Dazu möchte ich gerne noch mal was sagen. Hau raus. Zweimal wurde ich bestraft bei Interviews Türkisch und mit meinen Beinhaaren. Ja. Das war beides Mal. Das war einmal letztes Jahr im Sommer. Ja. Und einmal dieses Jahr im Sommer. Applaus! Und ich konnte keine kurzen Hosen anziehen. Und heute... Richtig, Bruder. Aber chill! Wir machen diesmal nicht irgendwie von wegen Beinhaare oder so. Heute sind die Brusthaare dran. Ja. Lasst jetzt schon mal für Rajas Brusthaare auf jeden Fall ein Like da und folgt uns auf Snapchat und Instagram. Also jetzt noch eine Goldkette hier, yeah. Bisschen mehr Bart. Carlos. Und, nein, er wird aussehen wie mein Onkel in den 80ern. Mach mal nicht auf Nippel, Digga. Hast du auf Nippel gemacht? Ey, mein Nippel, Mutter, lass mein Nippel in Ruhe, Digga. Das ist nicht der Nippel, ist da, Digga. Komm. Oh, Leute, ja. Komm mal her jetzt, Digga, bevor der nicht mehr warm ist. Ey, okay, mach den auch auf, ich halte aber zu, Digga. Ey, mein Nippel, ey, mein Nippel.
Na, lass mir Nippel da kleben, Digga. Das ist dein Nippel, dein Nippel ist da hinten, Junge. Ey, der wird gleich so eine magische Straße haben, Digga. Wow, 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 wow. Verreckt, Bruder. Wow. Erste in drei. Ah, ich kann's ab. Ah, Samarela. Das tut, ah. Oh, Digga, das tut so weh, Digga. Oh. Bruder, zeig mal, zeig mal. Sieht man das? Wie machen die das? Alle länger rein, alle länger rein. Ich komm nicht klar, Digga. Boah, Digga. Boah, Digga. Du hast die Hälfte drei gelassen, Mann. Ja, weil er hat sich bewegt, Digga. Du kannst das nicht, Digga. Ah! Jetzt komm auf die zweite, Digga. Wir haben euch zwei gesagt, Bruder. Halt die Base, Bruder. Halt die Base. Ich kann nicht wissen, Bruder. Ey, da, ich geb dir Zipfel, okay? Nimm den Zipfel. Hier, nimm den Zipfel. Digga. Warte, zeig meinen Bauch nicht, Digga. Ich will meinen Bauch nicht zeigen, ja? So viel nackt, aber man sieht. Halt, mach an, mach an! Mach an, Mann, Bruder, mach! Dann geh weg. Ey, mal, welche Hand ist das? Nur weg. Komm. Ey, der ist noch krasser. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Oh, Digga, das sieht aus wie zwei Hamster! Ey, fuck, Digga, das muss dir richtig wehtun, Digga. Ey, jetzt mach deine Knöpfe zu, du Slutty. Hashtag Baby Popo Raja. Okay, Allah, Digga, ich geh jetzt abwaschen, ja. Hier, guck nochmal. So, Leute, hier, das ist glatt. Zack, zack. Klar, Bruder, zack, du nutzt so lange, ne? Was machst du da, Digga? Ich hab dir meinen Ausschnitt gezeigt. Benutzerfreundlichen Content, dachte ich. So, Leute, das war's mit dem Video. Was sagst du zu der Bestrafung, Bruder? Die Bestrafung war auf jeden Fall eine haarige Angelegenheit. Okay. Leute, falls ihr auch noch weitere geile Bestrafungen habt, die wir auf jeden Fall mal in irgendeiner Folge irgendwie ausprobieren sollen, schreibt sie in die Kommentare. Schreibt echt gute Sachen. Schreibt gute Sachen und dann blenden wir auch euren Namen ein. Natürlich Props an diejenigen, die uns auch weiterhelfen. Denkt dran, jeden Tag um 20 Uhr ein neues Video. Folgt uns auch auf Snapchat und Instagram und er ist jetzt komplett nackt, Digga. Oder warum bist du unten? Warum auch nackt? Du hast dann oben was streichen.